Deutschland konnte wieder vollends überzeugen beim sage und schreibe 6:1 gegen Serbien. Österreich hingegen verlor mit 3:1 gegen Dänemark und musste nun hier auf jeden Fall gewinnen. Um jeden Preis muss der Dreier her. Für Deutschland reicht ein Punkt, um sicher in die nächste Phase einzuziehen, ins Halbfinale der besten 4. Springen wir ins Spiel. Die erste offensive Aktion gehörte den Österreichern. Sie mussten kommen. Das ist Sascha Horvath von Dresden. Erstmal von Henrichs gestoppt. Gibt aber einen Einwurf für eben die Österreicher. Horvath mit der Flanke. Kwasina dreht sich mit dem Ball und visiert den Pfosten an. Früh in der Phase eine richtig gute Chance zur Führung für Österreich. Nübel hat Glück, dass der Ball ans Aluminium geht. Hat ja noch keinen Treffer aus dem Spiel kassiert. Nun Deutschland. Waldschmidt zu Eggestein. Zusammen gut gespielt und der Abschluss ist überragend. 22. Spielminute. Bislang nach vorne kaum etwas zu sehen. Von der Elf von Stefan Kunz und dann haut er da so einen raus. Besser hätte es für Deutschland nicht laufen können. Jetzt aber ein Fehler in der Vorwärtsbewegung. Honsack zu Kwasina und Alexander Nübel greift ein. Will diese ja gute weiße Weste, wenn es um Treffer nach dem Spiel geht, aufrechterhalten. Jetzt der Eckball. Ta, unglücklich verlängert. Und jetzt war diese Serie von Nübel gerissen, aber da konnte er kaum etwas machen. Lienhardt, der schon das 1:1 gegen Dänemark erzielte, steht hier nicht frei, aber gut in der Luft. Dann setzt sich im Kopfballduell durch und überwindet so auf diese Art und Weise Nübel. Und es gab vom Pausenpfiff nochmal eine Chance für Österreich und Sava Schlager, der wohl zu Wolfsburg wechseln wird zur nächsten Saison. Macht das richtig gefährlich. Ta ist nicht mehr dran und dann senkt er sich ganz gefährlich. Nübel wäre eventuell auch zur Stelle gewesen. Also ein 1:1 nach 45 Minuten bedeutete, Deutschland stand jetzt im Halbfinale, aber das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Und Österreich machte gut und gefährlich weiter. Wieder Schlager und wieder Nübel auch, der sich auszeichnen muss. Hatte richtig viel zu tun. Das war in der Defensive heute am Sonntagabend teilweise nicht ganz so gut, was man von der Kunstelf hier sehen konnte. Wenig später ein Eckstoß von Horvath reingetreten und wieder Sava Schlager, der auffälligste bei Österreich. Es war eine überragende Partie, möchte man fast sagen, von seiner Seite aus. Und Deutschland aktuell etwas glücklich mit dem 1:1. In der Schlussphase musste Österreich natürlich hinten aufmachen. Dadurch Räume und gute Spielmöglichkeiten für Deutschland, aber die muss man so auch erstmal ausnutzen. Luca Waldschmidt mit dem 2:1, aber der Ball von Amiri ist fantastisch. Der Abschluss dann wunderbar platziert. Und Schlager im Tor von Österreich kann nichts machen. Und dann nochmal die Deutschen. Porsche eigentlich dazwischen. Friedel und Lienhardt bringen sich da selbst in Bedrängnis. Flanke von Waldschmidt, Neuhaus und 3:1. Jetzt war alles klar. 10 Minuten vor dem Ende schießt sich Deutschland ins Halbfinale. Und Österreich damit aus dem Turnier. Sie konnten heute durchaus spielerisch über weite Strecken überzeugen. Aber am Ende steht nicht mal ein Punkt da. Und dann fliegt man eben aus diesem knallharten Turnier, wo nur der Gruppensieger und der aus drei Gruppen beste Gruppenzweite weiterkommt. Deutschland siegt mit 3:1. 9 Punkte aus 3 Spielen. So kann's gerne weitergehen.